Führung am Müritzweg. Schwarzer Van Richtung Stadtmitte. Es gibt eine Zeugin. Haben Sie den Täter gesehen? Ich habe die tatbegehende Person gesehen, ja. War es ein Mann oder eine Frau? Ich mutmaße kein Geschlecht. Das müssen Sie die Person eben schon selbst fragen. Tja, das geht jetzt leider nicht mehr. Die ist nämlich gerade mit der Geisel weggefahren. Wir brauchen dringend Informationen zum Täter. Bin dran. Okay, welche Hautfarbe hatte die tatbegehende Person? War ja klar, dass Sie jetzt wieder Racial Profiling betreiben. Verdammt nochmal, jetzt sagen Sie mir doch einfach die Hautfarbe. War die Person dunkelhäutig? War sie weiß? Weiß ist keine Hautfarbe, sondern eine Einstellung. Auch eine nicht weiße Person kann sich durchaus weiß verhalten. Gemessen an der Grausamkeit der Tat war die Person aber definitiv weiß. Also in Anführungszeichen. Verdammt, Sie machen mich ja ganz bekloppt! Das ist eine ableistische Formulierung. Wir brauchen dringend Informationen. War die Person groß oder klein? Heightism. Dick oder dünn? Sizeism. Alt oder jung? Ageism. Meine Güte, wollen Sie mir jetzt helfen oder nicht? Die Frau schwebt in Lebensgefahr. Wir brauchen dringend Ihre Hilfe. Na klar, die Frau ist wieder auf die Hilfe des Patriarchats angewiesen. Sie braucht einen starken Mann wie Sie, der sie rettet. Dass die Person sich vielleicht aber auch selbst retten kann und keinen Savior in Uniform braucht, ist Ihnen aber auch noch nicht bewusst geworden, oder? Wir kommen nicht weiter. Die Frau will uns nicht helfen. Frau! Haben Sie zufällig den Täter gesehen? Der Täter. War ja klar, dass Sie sofort einen Mann verdächtigen. Wir Männer sind ja alle Verbrecher, was? Nehmen Sie mich doch auch gleich fest. Ich bin ja auch ein Mann. Leck mich doch alle am Arsch. Über 90% der Gefängnisinsassen in Deutschland sind Männer. Das ist doch ungerecht. Wo ist da die Frauenquote? An alle Einheiten. Und dann hört. Wir haben den Täter geschnappt. Und, wie sieht er aus? Also, als was identifiziert sich die Person? Als unschuldig. Klar. Oh, seht her, ich bin eine Frau. Ich bin so friedlich und schlage nicht. Weil mein Testosteronspiegel so niedrig ist.